Los geht's. Ich wusste, dass das passiert, Alter. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, es ist sehr viel passiert in den letzten Tagen und ich höre mich immer noch ein bisschen krank an. Ich bin auch noch ein bisschen krank, aber mir geht's eigentlich schon sehr gut. Ich habe euch ja in meinem letzten Video gezeigt, dass hier in meinem Zimmer ein Kinderbett steht, warum auch immer. Ich bin nicht schwanger, meine Schwestern sind nicht schwanger, meine eine Schwester hat schon ein Kind, also nein. Laura, meine Schwester ist jetzt ausgezogen und ich verlasse mein altes Zimmer. Alles ist schon leer. Ich habe meine ganzen Sachen weggeräumt, denn ich bin jetzt in das Zimmer von meiner Schwester umgezogen. Und das Zimmer ist viel geiler, wirklich. Es ist aber viel größer, das Zimmer. Ich zeig euch das jetzt mal. Aber es ist schon traurig, mich von meinem alten Zimmer zu verabschieden. Es ist einfach so krass. Es hat einfach alles hier in diesem Zimmer angefangen. Und jetzt wird es hier beendet. Vielen Dank für die coole Zeit, altes Zimmer. Ich bin jetzt weg. Das ist traurig. Aber das hier ist mein neues Zimmer und ich habe endlich ein Bett. Leute, ich habe endlich ein Bett, ey. Ich komme nicht klar. Alle haben mich aber gefragt, Isabel, wo schläfst du eigentlich? Du hast da kein Bett in deinem Zimmer. Also, ich habe wirklich jeden Tag auf diesem Sofa hier gepennt. Und, also, ich fand es nicht schlimm, aber es war nervig. Deswegen, oh mein Gott, ich habe endlich ein Riesenbett. Das ist so geil. Bitte achtet nicht auf die Sachen. Das Zimmer ist ein bisschen unordentlich. Ich gebe euch jetzt meine ganz schnelle Roomtour, ja? Also. Also, hier ist mein altes Zimmer und das hier ist jetzt mein neues Zimmer. Wir gehen durch. Hier hängt ein Rahmen, wo ich Bilder aufhängen kann. Aber ich habe keine Freunde, deswegen hängen auch keine Bilder. Zwei Riesenschränke. Dann hier so Regale, da ist mein Playbutton, da sind meine Schuhe, hier ist das Bild. Das hier wird so meine kleine Arbeitsecke sein. Finde ich, sieht auch viel besser aus als bei mir im alten Zimmer. Leute, habt ihr schon Dirty probiert? Ich finde Candy Shop so geil. Blaubeere ist auch nice. Welche Sorte findet ihr am besten? Dann, hier sind die Fenster, hier ist mein Schminktisch. Hallo? Mein Nachttisch mit einem Buch drauf von Jonas Wuttke. Mein mega cooles... Oh mein Gott, ich habe fast meine Kamera runtergeworfen. Mein mega cooles Bett. Hier ist so eine unnötige Kiste. Meine ganzen Taschen, meine ganzen Schuhe. Mein riesen Kleiderschrank. Oh mein Gott. Und es sieht endlich ordentlich aus. Also in meinem alten Kleiderschrank sah es immer so schrecklich aus, weil ich immer so viele Klamotten hatte. Der Stapel dann immer umgekippt ist. Oh mein Gott, es ist endlich alles ordentlich. Genau, das hier ist mein neues Zimmer. Ich bin unfassbar zufrieden damit. Schreibt mal wirklich in die Kommentare eure Meinung zu diesem Zimmer. Vielleicht fandet ihr ja mein altes Zimmer besser. Ich habe gerade echt lang gebraucht, um diese Dreckskamera einzustellen. Und ich hoffe, die fällt nicht runter. Die steht gerade irgendwie ganz komisch auf einem Stativ. Blende ich euch jetzt mal ein. Ich habe jetzt einfach mal die Aufnahme gestartet. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie ich so struggle mit dem Auto. Ich saß gestern, muss euch das mal ganz kurz erzählen. Die Scheibe hinten war einfach beschlagen und ich wusste nicht, wie diese Wischer da funktioniert. Da musste ich erstmal 10 Minuten sitzen und googeln, wie das in dem Audi A1 überhaupt funktioniert. Ich würde sagen, ich starte mal das Auto, ne? Auf jeden Fall, dass ich keinen Unfall baue. Sorry, die Klima ballert ein bisschen. Jetzt seht ihr mal, wie ich Auto fahre. Stimmt, ich fahre zu Edeka übrigens, weil ich jetzt nichts anderes zu tun. Gott sei Dank, ich bin rausgekommen, Alter. Scheiße, meine Nachbarn sind da. Was denken die sich, wenn die Kamera so steht, Alter? Kuss an dich, kuss mich fällt gleich runter. Wenn die Kamera runterfällt, dann ist vorbei bei mir. Ich muss gerade so richtig unangenehm warten. Kennt ihr das? Alter, ich habe gerade so Schiss um diese Kamera, ne? Wirklich, ich muss echt vorsichtig fahren. Und los geht's. Ich wusste, dass das passiert, Alter. Freunde, ich kann euch gerade nicht aufheben. Es tut mir so leid. Das geht gerade nicht. Egal, ich heb euch sofort auf. Ich stehe gerade an der Ampel. Wir sehen uns gleich bei Edeka. Leute, anders kann ich die Kamera nicht hinstellen, aber ich bin wieder da vom Einkauf. Ich habe gerade das erste Mal nach einem Monat wieder Fans getroffen. Ach du Scheiße. Boah, es ist warm. Ich sollte jetzt mal losfahren. Alter, was ist das denn jetzt? Die Kamera kann nicht runterfallen. Okay, ich nehme meine Kamera nie wieder mit, wenn ich Auto fahre. Die ist die ganze Zeit runtergefallen. Das hat mich unfassbar genervt. Ja, die Welt geht gerade unter. Ich habe gerade eben gegessen. Und ihr habt ja auch vorhin gesehen, die Sonne war übelst am Schein. Jetzt sieht es einfach so aus. Ja, Freunde, ich bin ganz ehrlich, heute passiert eigentlich auch nichts mehr Besonderes. Und ich habe auch für heute eigentlich gar nichts mehr geplant. Aber nächste Woche wird so ein geiles Video online kommen. Ich bin schon richtig gespannt, wie das wird. Denn nächste Woche Montag hat ja Tim Geburtstag. Also 24 Tim und Katrin hier sehr wahrscheinlich. Und ich werde meine Cam mitnehmen. Und es werden so viele Leute da sein. Ich habe jetzt so ein richtig cooles weißes Kleid. Eine richtig coole Handtasche. Weiße Nägel. Es kommen noch weiße High Heels an.
Also man darf nur weiß tragen, deswegen, ich bin perfekt vorbereitet. Und ja, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder dieses Video. Und ich habe gerade versucht, diese Rascheldinger hier wegzumachen. Die haben mich gerade beim Schneiden auch ultra abgefuckt, aber ich krieg die nicht ab. Muss ich jemand anderen fragen. Aber Leute, wenn du natürlich noch kein Abo da gelassen hast, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und werdet ein Teil von der It's Me Army. Ich heiße auf TikTok und Instagram auch It's Me Isabelle, also schaut da gerne vorbei. Wir sehen uns spätestens am Dienstag wieder und es wird ein richtig geiles Video, also schaltet auf jeden Fall ein. Wir sehen uns, Leute, und tschüss.